Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Jetzt hätte man ihn fast gar nicht erkannt, ne? Der war nämlich im Urlaub, frisch braun gebrannt ist er zurück, das sieht aber ein bisschen anders aus. Da hab ich sogar Auge gemacht, hahaha, ist das lustig. Wir wollten wieder eine Maß kreieren, eigentlich ein Special zu Halloween, eine Halloween-Maß. Dann haben wir gedacht, Halloween-Maß, nein, das kannst du nicht machen, das ist ja zu eindeutig. Es ist ein Halloween-Special, es soll aber anders heißen. Wir haben das Ganze jetzt schon mal gefilmt, nachts, weil wir so Lichter noch hatten, so Knicklichter. Wir hatten hier einen Kürbis, der geleuchtet hat, der war wunderbar. Wir haben hier extra so einen Kronleuchter besorgt, der leuchtet selbst jetzt noch. Leider war es so dunkel und wir waren so betrunken, weil wir vorher noch andere Tastings hatten. Wir hätten das lieber nicht drehen sollen, wir haben es gedreht, jetzt haben wir die Knicklichter nicht mehr. Damit ihr aber noch mal genau seht, was das für eine Maß ist, was in der Maß da drinne war, damit wir überhaupt noch wissen, was wir da reingemacht haben, haben wir gedacht, drehen wir das Ganze tagsüber noch mal, so wie ein Behind-the-Scenes-Video. Das ist also Hannes, das ist Ramses und so. Wie hieß die eigentlich, die Maß? Hannes weiß es noch. Wie hieß die jetzt nochmal? So passt der auf. Was ist das hier? Hä? Ah, denk die dran. Bandmaß, genau. Die Bandmaß. Wir wollten schon immer, weil ich das Wortspiel lustig finde, ein Bandmaß. Damit misst du ja eigentlich was, ne, eine Länge. Und das als Bandmaß, ein Maßgetränk zu machen, wo Bänder drin sind, Bandwürmer, irgendwas anderes. Irgendwas mussten wir uns einfallen lassen. Deswegen haben wir wieder eine klassische 3-Komponenten-Maß kreiert. Erstmal danke an iScorpions. Der hat uns nämlich diese Bierkrüge gesponsert zukommen lassen, damit wir Maß kreieren können. Ich sehe immer weniger, weil alles beschlägt. Richtig genial. Als Grundlage für 1 Liter Maß braucht ihr wieder mal eine Flasche Bier. Weil das ist ein 1/2 Liter Bier. Das kommt unten rein. Machen wir mal auf, Hannes. Schauen wir mal. So, hier für dich. Jo, danke. Ich sehe nichts. Tun wir mal hier hin. Nicht ohne. Dann versuchen wir das jetzt erstmal einzufüllen. Jo. Als Grundlage immer eine Flasche Bier. Dann ist der halbe Maßkrug ja schon voll. Das ist das Gute. Dann als zweites kommt der Namensgeber, was meistens was nicht alkoholisches ist. Und als drittes immer noch ein alkoholisches Topping, was immer so ein Taschenrutscher war oder irgendwas. Das ist die 3-Komponenten-Maß, die wir so gemacht haben. Der Namensgeber diesmal ist aber nichts zu trinken. Der Namensgeber diesmal sind diese sauren Bänder, beziehungsweise steht hier drauf, saure Drachenzungen von Hitchies. Erstens passt das dann zum Maßband, weil da sind Bänder drin. Dann passt das zu Halloween, weil das Süßigkeiten sind. Und dann ist es auch noch was Saures. Deswegen fand ich das so genial, dass wir das aufmachen und da reinschmeißen. Hannes, ich will dann mal kurz filmen, wie du da ins Rein machst. Ich mach meins erstmal rein und dann filme ich mal, wie du da ins Rein machst. Schüttet einfach also die Bänder in die Bandmaß. Die Schaummaß, jetzt neu. Jetzt läuft das auch noch alles hier runter. Eine Kerstu Production. Wir wollen ja nicht. Legen wir hier so einen Bierdeckel unter. Und da will ich gleich mal zeigen, wie das bei dir ausschaut. So, dafür nehme ich mir das mal. Gebt mal die Bänder in die Bandmaß. Seht ihr eigentlich, dass wir hier an der gelben Tonne stehen? Denn heute ist so viel Sonne da, das hätten wir nicht gedacht. Die ganzen letzten Tage war es immer richtig bewölkt. Da konntest du einfach filmen und machen. Heute ist so viel Sonne da, wenn wir da vorne sitzen, sind wir einfach kohlrabenschwarz, weil wir einfach nur noch Schatten werfen. So, Hannes gibt die restlichen Bänder in die Bandmaß. Das sammelt sich alles unten. Das macht das Bier richtig süß und richtig sauer gleichzeitig. Das finde ich richtig toll. Ja, und als so eine Halloween-Kreation, guckt euch das doch mal an, wie die Bänder da drin liegen, wie bunt die sind. Das ist ein süß-saures Getränk, passend zu Halloween. Jawohl. Weil wir ja aber immer eine 3-Komponenten-Maß haben, fehlt natürlich noch eine Komponente. Hab ja gesagt, oben als Topping kommt immer noch ein Taschenrutscher drauf. Haben wir uns hier geholt mit dem roten Deckel. Und passend zu Halloween.
Eine Hexe, genau, Baba Yaga. Baba Guckt Yaga. Euch das an. Hm? Da ist eine Hexe drauf für Halloween, die Baba Yaga. Oh. Und die schmeißt ihr jetzt noch da oben drauf. Die hauen wir nochmal rein. Das ist richtig brutal. Lala. Deswegen hat es auch so reingeknallt. Weil sonst hast du Bier, einen halben Liter Limo oder Saft oder irgendwas anderes und dann einen kleinen Taschenrutscher, aber jetzt hast du nur Bier und Baba Yaga aufeinander geknallt und das hat gezogen. Sonst nehmen wir immer Nipper und lassen uns Zeit, aber ich habe schon gesehen, in dem Dunkelvideo in der Night Vision hat der Hannes das Glas, glaube ich, geäxt. Und dann ging es ihm gut, sage ich mal. So, weil wir das so jetzt natürlich nicht trinken können mit den Masken, müssen wir mal die Masken abnehmen. Und dann seht ihr auch unser wahres Gesicht, was er natürlich so aussieht, was der zweite Scherz sein sollte. Wow. Da seht ihr, Hannes und ich, wir sind nicht nur Brüder im Geiste, wir sind auch noch Zwillinge in Action. Wir sehen nämlich auch wieder mal genau gleich aus. Das sollte der Scherz sein, aber wenn ihr die Night Edition schon geguckt habt von der Bandmaß, habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen. Weil man sich nicht versteht, diese hässliche Maske, in der man nichts sieht, hat 6 Euro gekostet. Und so eine coole hier aus Plastik, wo du viel besser drin siehst und die richtig genial aussieht, hat nur 2 Euro gekostet. Grüße gehen raus, nicht an den Maskenhersteller von diesem Lumpen. Weil wir jetzt aber probieren wollen, müssen wir die natürlich auch noch abmachen. So, dann sehe ich, dass ich vor 3 Jahren meine Mütze verloren habe, ist gar nicht aufgefallen. Guckt es euch nochmal an. Die Bandmaß, das ist ein richtig saugutes Getränk, weil hier überall die Bänder drin liegen, es süß und sauer gleichzeitig ist. Aber Hannes, wir haben vergessen, wir müssen noch Thumbnail machen. Setz mal bitte noch mal die Augenmaske kurz auf. Die Augenmaske, jawohl. Wir müssen noch die Maßkrügel reinhalten für ein Bild, für das... Oh, das mein Gott. Was. Ja, vor allem, weil man jetzt 2 Augen hat und nicht nur eins. So, fürs Thumbnail müssen wir das nämlich jetzt hineinhalten. Das passt schon, das ist die Bandmaß. Jetzt können wir es wieder hinstellen. Jawohl. Die Maske wieder abnehmen. Und an unserem improvisierten Platz, wo es auch aussieht, als würden wir gemütlich sitzen, obwohl wir hier stehen, an der gelben Tonne, können wir jetzt mal einen Schluck von der Bandmaß nehmen. Ja. Prost. Prost. Hannes, ich glaube, das ist ein neues Partygetränk. Wer dachte, Bandmaß wird bescheuert, da sind Bandnudeln drin? Nee. Wir haben was kreiert, wo was Süßes drin ist, wo was Saures drin ist, mit Schnäppes, mit Bier, was du saufen kannst. Aber das lässt sich jetzt besser trinken, Alter, als beim letzten Mal. Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Ich merke nur, es schmeckt nach Bier, es schmeckt aber auch nach Kräuter. Ja. Und es hat auch so eine richtig schön süßliche Note auf einmal noch hinterher. Du merkst, es ist ein starkes Getränk. Ne, schätzt das nicht, ist ein starkes Getränk, ne? So eine ganze Bandmaß, die knallt schon ordentlich rein. Auf jeden Fall, weil das geht sofort ins Blut. Das und das, die Bänder, die jetzt da drin liegen, das ist lustig. Ich weiß noch, dass die uns beim letzten Mal am Ende gegens Gesicht geschwommen sind. Und man konnte dann da einfach von abbeißen. Dann hast du einen in Kräuterlikör eingelegten Gummipfropfen gehabt, an dem du rumgefressen hast. Das war auch richtig cool, ja, wenn du gerne nascht. Oder auch für Kinder geeignet, ne? Spaß natürlich mal wieder hier. Grüße an die Frau Wölder. So, würde ich sagen, das muss man eigentlich trinken, Hannes. Das können wir nicht ins Gebüsch kippen. Jetzt kennt ihr nämlich unser dunkles Geheimnis. Hannes, nimm noch mal einen Schluck. Ich sehe bei dir, was machen denn deine Bänder? Ja, meine Bänder. Die lösen, ach, das sind Luftbläschen, ja, die sich ansammeln. Das ist aber schön. An den sauren bilden sich Luftbläschen, das dann hochschwimmt. Es schmeckt wirklich süß, es schmeckt wirklich sauer, es schmeckt wirklich bitter, es schmeckt herb, es schmeckt nach allem. Es ist so eine unglaubliche Geschmacksvielfalt. Wenn du immer weiter nicht mehr aus dem Gesicht raus, wie weiter du runterkommst. Das ja, Niveau ist gesunken, sagt der Hannes gerade. Ne? Nee, immer wenn muss ich mich mal da durchkämpfen. Dann wird es säuerlicher, wenn du weiter runterkommst. Oh, das ist genial. Das Gute ist jetzt nur hier ein halber Liter. Ja. Während wir sonst immer eine der Brühe haben, die wir trinken müssen. Aber die Plurre. Seht ihr jetzt, wie die Bänder zum Vorschein kommen, den ihr gleich noch rumknabbern könnt. Zum Glück gab es hier heute früh Ferdifuchs Salami Brot. Ja. Damit wir dem hier standhalten können.
Der restliche so. Schluck ist cool. Nicht nur die Gedanken sind frei, die Bänder sind auch gleich frei. Zum Glück habe ich schon den Raid angesetzt, wo wir dann erstmal hinlaufen müssen. Als Verdauungsspaziergang. Oh. Oh, ist das fruchtig und sauer gleichzeitig. Guckt euch das mal an, wie das jetzt aussieht in der Bandmaß. Oh, Hannes, das ist das schön grüne. Oben ist alles rot. Eine Seite schön, die grün mit Apfel. Die kannst du auch so essen, ne? Das ist klar, das ist was Leckeres. Ihr hättet auch hier so saure Glühwürmchen da reinmachen können, aber sollten ja Bänder sein. Und Glühwürmchen sind Würmer, die Wurmmaß, aber pff, ich finde, das hat am besten gepasst. Endlich haben wir eine Bandmaß kreiert, die nur nicht einen lustigen Namen hat, richtig, die auch noch geil zu Halloween passt, die alles vereint, eine Baba-Jager-Hexe. Alles und was Süßes ja. Und was Saures und genial. Mit Masken und mit allem drum und dran. Einfach genial. Ich höre immer zu Leute und ist immer top. Und wenn man guckt, ist plötzlich keiner mehr da. Hilfe. Da kommt was angeschwommen, das möchte ich jetzt mal in den Mund nehmen. Siehst du das? Das ist Bandmaß. Du siehst aus wie der Boogeyman, wenn das Zeug raushängt. Oh. Jetzt kannst du das kauen. Wenn du dir eine ganze Packung Schnüre mit einmal reinhaust. Genial. Das ist die Belohnung am Ende. Je länger ihr euch Zeit lasst, desto schmieriger und klippriger wird das. Deswegen passt das sogar noch besser zu Halloween als Getränk, weil das ist auch schleimig, das ist auch eklig, das ist bäh, das ist spooky. Und ich feiere die zwei Masken hier. Das sieht aus wie Jason, Voorhees ohne Maske, und der Clown habe ich extra für Hannes gedacht, dass der einen Clown will. Es gab auch noch einen Dracula, aber der Dracula war hässlich. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genau. Eigentlich, wo es Knoblauch wächst, weil das ist ja ein Papier, aber... Sagen, das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Bisaut Vorhaut, euer Ramses. Jetzt will ich nämlich die ganzen Klos noch in den Mund nehmen. Das ist so ganz was. Das haut rein, Mann. Richtig genial.